Und willkommen zu meinem Freitagsvideo. Ja, ich habe euch am Mittwoch ja das Thema Verbindlichkeit etwas erzählt und dass mir das ja sehr wichtig ist und dass es mir vor allem bei Personen wichtig ist auch. Allerdings, was ich vergessen habe, ist, es gibt ja auch noch andere Arten von Verbindlichkeiten und da wollte ich jetzt heute so ein bisschen mal drüber labern. Also willkommen zu meiner Freitagslaberei. Also, was ich als erstes mal erzählen wollte, ist, ich bin ein ganz klein wenig abgelenkt, deswegen wartet, ich habe gerade das Ding hier, das habe ich schon seit geraumer Zeit und da habe ich gerade damit gespielt, bevor ich angefangen habe zu drehen. Also, Entschuldigung. Dann die andere Sache, das Bling Bling gerade war mein Virenprogramm, das geht jetzt auch nur noch ein paar Wochen, dann ist das auch erledigt. Ungefähr 3 Monate. Ja, gut. Ja, also was ich erzählen wollte ist, mir ist Verbindlichkeit nicht nur wichtig bei Terminen, bei Personen, sondern mir ist auch Verbindlichkeit von Informationen sehr wichtig. Nämlich, ich verlasse mich, wenn ich ein Buch zum Allgemeinwissen oder zum meinetwegen zum medizinischen oder zu homöopathischen Kräutern und so weiter mir kaufe, da bin ich wirklich, verlasse ich mich drauf, dass die Infos, die aus diesem Buch kommen, alle auch wirklich korrekt sind. Wo ich das auch mache, ist natürlich, wenn ich die Zeitung lese, weil, was ich jetzt nicht tue, aber wenn ich es mal tue, ich lese ja mal den Sportteil, dann erwarte ich, dass diese Zeitung korrekt ist. Und mir ist oft aufgefallen in letzter Zeit, dass so Kleinigkeiten waren wie Druckfehler oder dann stand da zum Beispiel unser EM-Held Bastian Schweinsteiger und dann dachte ich mir so, oh Mann, das ist, also wenn man schon Namen falsch schreibt oder sowas wie, ja, wo war es, Ronaldo, das war, wo ich mir dann so gedacht habe, hä, wie kommen die auf Ronaldo? Also es waren einfach so, oder sowas wie der FC nicht Bayern München hat das Halbfinale des Audi Cups erreicht, wo eigentlich um die Champions League ging. Und da habe ich mir so gedacht, wenn es jetzt jemand nicht wüsste, jemand, der einfach gerade frisch im Sport drin ist und nicht weiß, dass es das jetzt die Champions League war, sondern wirklich denkt, dass es dann der Audi Cup war, der kriegt ja dann falsche Informationen. Oder ich kann jetzt nur von meiner Meinung und meinem Eindruck reden, aber ich habe auch manchmal den Eindruck, dass manche Dinge in der Zeitung gar nicht erwähnt werden. Und andere Dinge werden dann dafür wieder viel zu viel erwähnt. Und ich habe manchmal so den Eindruck, in letzter Zeit, wenn man so die Zeitung aufschlägt, man kriegt irgendwie immer bloß so hier irgendwas Schreckliches, da was Schreckliches, da ist nochmal was Schreckliches, da war ja sowieso noch was Schreckliches, ach, und dann ist hier noch der Wetterbericht. Der übrigens nur zu 50% stimmt, weil eigentlich am nächsten Tag ein ganz anderes Wetter ist. Und ja, ich weiß nicht, ich finde das nicht so richtig toll, wenn man so Informationen sucht, wenn man sich weiterbilden will, wenn man etwas Neues wissen will, wenn man einfach mal wieder etwas erfahren will über die Welt da draußen, weil man, wie ich zum Beispiel, nicht oft rausgeht, weil man nicht immer die Möglichkeit hat, sich zu die Sachen zu verifizieren und zu schauen, ob es dann wirklich stimmt. Also, was mich ja zum Beispiel furchtbar vor ein paar Wochen so diesen, wo ich so einen Moment hatte, war, ich habe im Internet lese ich ja meistens die Zeitung und das ist mit meinem E-Mail-Programm verbunden, ganz witzig, da kriege ich dann immer die aktuellen Nachrichten. Und dann stand da zum Beispiel, dass es ein neues Wetterphänomen gibt, nämlich den Blutregen. Und dann habe ich auf jeden Fall lesen wollen, woran das liegt. Und dann bin ich auf 1000 andere Seiten gekommen, irgendwie, weil ich dann irgendwann dazwischen vergessen habe, was ich eigentlich suchen wollte. Und ja, die Info habe ich jetzt immer noch nicht, aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich mir da groß Sorgen machen würde, weil ich vermute, dass es irgendwas mit Rost zu tun hat. Aber ich glaube, das habe ich schon mal in einem Video erwähnt. Jetzt, wo ich gerade so drüber nachdenke. Ja, was ich natürlich auch ein bisschen doof finde, ist, ich habe manchmal so den Eindruck, die Sachen, die einen interessieren und die Sachen, die einen nicht interessieren, die sind nicht so
die sind in den Zeitungen gerade nicht ausgewogen, also für mich persönlich. Weil ich möchte einfach, auch wenn sich das jetzt ein bisschen nach Friede, Freude, Eierkuchensucht anhört, aber ich möchte nicht immer nur hören, dass hier jemand irgendwo gestorben ist, dass da jemand tot ist, dass da irgendein Anschlag war, dass da ein Zugunglück war. Ich will auch sowas hören wie, dass da ein Panda-Bär geboren wurde. Oder sowas wie, vor kurzem war in der Zeitung, dass ein Eichhörnchen-Baby aufgepäppelt wurde mit der Flasche. Und das fand ich total schön und das war eine gute Info. Ich weiß, man kann sich nicht immer nur die Welt schön reden, weil die Welt ist nicht nur schön, da gibt es auch dunkle Seiten. Aber ich finde einfach, manchmal wäre es doch mal netter, wenn man nur so schöne Sachen also einfach nur mal, gut, das wäre dann auch nicht wirklich informativ, aber wenn die schönen Sachen und die nicht so schönen Sachen wenigstens einen Ausgleich hätten, also so ein 50-50-Ding, wo man sagen kann, auch wenn sich das jetzt wirklich ein bisschen bescheuert anhört, aber sowas wie hier und da gab es gerade einen Baumumsturz oder ein Hochwasser und dann eben auf der nächsten Seite sowas wie aber in China sind gerade 10 Panda-Bären geboren oder so irgendwas. Ich weiß, das ist ein bisschen illusorisch und das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber manchmal ist mir einfach gerade zur Zeit viel mehr nach guten Nachrichten, nach was Schönem zu hören, nach was zu hören, wo man wirklich sich freuen kann mit drüber, als immer bloß diese negativen Nachrichten zu hören, wo man sich dann am Ende denkt, oh. Oder sowas wie, mein Gott, ist die Welt furchtbar. Ich möchte einfach mal, auch wenn sich das komisch anhört, entweder möchte ich wirklich Fakten hören, sowas wie, es ist nun mal so und es ist so und so. Oder ich möchte eben etwas Schönes hören. Ich möchte nicht so selektive Nachrichten haben. Was ich jetzt nicht natürlich behaupten will, dass die Nachrichten nur selektiv sind, aber es kommt mir eben manchmal so vor, dass in den Nachrichten viele Dinge einfach totgeschwiegen werden und andere Dinge übertrieben viel erzählt werden. Ja, gut. Das war eigentlich alles, was ich zu diesem Thema sagen wollte. Und ich finde einfach, es ist wichtig, dass man, wenn man sich Nachrichten holt, und die Nachrichten sind nun mal etwas, wo in meinen Augen auch verbindlich sind, weil ich finde nun mal, es ist wichtig, dass man dort wirklich die Information bekommt und dass man da nicht irgendwie was bekommt, wo einem nicht weiterhilft. Aber was für mich auch persönlich eine Sache ist, wo ich mich gerade ja zur Zeit furchtbar mit beschäftige, sind so Rezessionen, Online-Rezessionen von Computern, Laptops oder allen möglichen Sachen, weil bevor ich mir irgendwas kaufe, möchte ich ja wissen, wie es denn so ist oder was andere Leute für Erfahrungen damit gemacht haben. Nur was ich jetzt für mich persönlich in den letzten Wochen auch viel gelernt habe, ist, was dem einen sehr gefällt, ist für den anderen der totale Mist. Und irgendwie kann ich nur eins noch tun. Ich kann jetzt einfach auf gut Glück mir einen Laptop aussuchen und hoffen, dass der dann eine Weile hält. Weil wirklich so Infos habe ich da nicht bekommen. Weil die einen schreiben, der ist mir nach 3 Tagen abgesackt und das und das und das und das und das ist Mist. Und dann schreiben 10 andere wieder, ja, das und das und das und das ist super an dem, aber das und das und das ist wieder schlecht. Und dann irgendwann habe ich total den Überblick verloren und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich sage, gut, sei es drum, ich werde mir jetzt irgendeinen aussuchen, dessen Firma ich kenne, wo ich wenigstens weiß, dass das Fabrikat zu mir passt. Und dann werde ich jetzt mehr auf solche Sachen achten, wie fühlt sich der Laptop an oder wie finde ich ihn. Und ja, und dann werde ich einfach aufs Beste hoffen und hoffen, dass dann irgendwie am Ende ein gutes Ergebnis rauskommt. Weil für mich ist einfach es wichtig, mich da mehr auf mein Bauchgefühl jetzt inzwischen zu verlassen als auf alles andere. Ich höre jetzt mehr auf meinen Bauch denn je, weil ich habe den Eindruck, bei meinem Bauchgefühl kann ich wenigstens nichts falsch machen, weil der hat immer recht im Zweifel. Gut, das war's eigentlich, was ich euch erzählen wollte. Ich hoffe, ihr habt noch ein wunderschönes Wochenende oder auch einen wunderschönen Restfreitag. Wir sehen uns dann nächsten Mittwoch wieder. Wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr irgendwas dazu zu sagen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ja, ihr könnt mir auch über Twitter schreiben oder auf Facebook oder eben eine E-Mail an die
mail.riedmeier@outlook.com. Und ich hoffe, wir sehen uns dann. Bis bald. Tschüss.